In dem Workshop Blaue Stunde im Medienhafen Dunkelheitsfotografie ist die Idee, die spezielle Lichtstimmung der Blauen Stunde einzufangen, aber nachher auch, sagen wir mal, wenn die Blaue Stunde der Nacht gewichen ist, die Lichter der Stadt, vorzugsweise im Medienhafen abzulichten. Aufgrund der Dunkelheit werden wir da gezwungen sein, mit einem Stativ zu arbeiten. Aber durch diese Langzeitbelichtung werden wir auch schöne Reflexionen aus den Wasserflächen herausarbeiten können und die vermeintlich vielleicht nicht so starken Lichter der Stadt schön betonen. Das heißt, es ist ein richtig schöner Workshop, um auch mal runterzukommen. Weil, wie der Name schon sagt, eine Langzeitbelichtung braucht eine gewisse Zeit, weil lange belichtet wird. Und wenn man vielleicht 30 Sekunden auf ein Bild wartet, macht man sich bewusst oder macht, dann ist man vielleicht in der Lage, bewusster zu fotografieren, sein Motiv zu komponieren und so weiter und so fort. Und genau dabei möchte ich euch helfen. Wir werden so ein paar Theorieeinstellungen durchsprechen. In welchem Programm arbeitet man am besten? Brauche ich einen externen Auslöser oder reicht, wenn ich den Selbstauslöser an der Kamera einstelle? Stativeinstellungen, wie hoch, wie tief, also ihr seht, es geht so ein bisschen über Blickwinkel, Perspektive. Es ist eigentlich mehr so eine kreative Geschichte im Medienhafen, wo in der Regel immer sehr, sehr coole Fotos von allen Teilnehmern bei rauskommen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid.